Kennst du das? Wenn du weißt, dass der nächste Fall trifft, bevor du ihn geschmissen hast? Das ist das beste Feeling der Welt. Wow. Eine Serie, wo ich erstmal dachte, die Wespe, was ist das denn? Eine Dart-Serie vor allen Dingen. Und da fragt man sich ja, was ist das Spannende an Dart? Also kann ich direkt mal, wie würdet ihr die Serie verkaufen, wenn ich denke, Dart, wie aufregend kann das sein? Also Dart ist einfach ein absolutes, mir davor unbekanntes Faszinosum. Ich meine, ja. Das füllt Hallen, Dart-WMs wird übertragen, Dart-Spieler und Spielerinnen sind absolute Popstars, die mittlerweile Millionen verdienen, haben irre Outfits und Frisuren. Das Publikum ist ein einziger Karnevalhaufen, der irgendwie die Leute anfeuert. Und die Spieler und Spielerinnen sind irgendwie absolut irgendwie abgeschottet von dem Ganzen und in ihrer Konzentrationszone. Und ist ein Mentalsport. Und ist auch wirklich wahnsinnig spannend zum Gucken. Man muss ja sagen, in England oder im englischsprachigen Bereich Schottland und so weiter ist es ja noch beliebter. Darum habe ich das so ein bisschen auf Deutschland. Da ist es ja trotzdem noch eine Randsportart. Aber du hast schon recht. Man weiß gar nicht, was da für eine verbogene Welt ist, was da abgehen kann. Und das versucht ja die Serie auch ein bisschen rauszugreifen. Gleichzeitig, die spielt ja im Hier und Jetzt, ne, theoretisch. Und ich habe, als schon das Intro losging, die fetzige Musik. Und dann sehe ich eure Outfits und denke mir, what? Jetzt bin ich back in the 90s, was ich erstmal cool finde. Du hast es gerade angesprochen mit diesen crazy Outfits und alles. Ist es genau das? Soll das damit wiedergegeben werden, dass es so verrückte Welt ist? Oder was hat das für eine Aussagekraft, dass man sich irgendwie zurückversetzt fühlt in den 90ern? Naja, es ist halt, also mal vom Look her ist es halt die Welt von Eddie Frotzke, die Wespe eben, der irgendwie in den 90er Jahren stecken geblieben ist. Also das war seine große Zeit. Und es ist irgendwie stehen geblieben. Also das, was wir da sehen an Ausstattung und Kostümen und so weiter, ist etwas aus einer vergangenen Zeit transformiert in die Jetztzeit. Aber das hat Eddie Frotzke irgendwie noch nicht so richtig mitbekommen, dass sich die Welt weitergedreht hat, dass jüngere Leute nachkommen, die besser werden als er, dass seine Ehe längst kaputt ist. All das hat er nicht mitbekommen. Und er lebt eigentlich in der Vergangenheit und glaubt, es würde reichen. Deshalb gibt es irgendwie so eine Art von Retro-Look vielleicht, der den Eindruck erweckt, wir würden uns irgendwie in der Vergangenheit befinden. Für Eddie ist das tatsächlich so. Also für ihn ist das alles irgendwie noch absolut aktuell. Also, und dass seine letzten Siege über 20 Jahre zurückliegen, das interessiert ihn jetzt nicht, also eher beiläufig, weil eigentlich hat er ein bequemeres, nettes, gutes Leben eigentlich. Also wenn da nicht immer irgendwelche Leute wären, die ihn nerven und in den Hintern treten. Also der muss sich da eben bewegen, eben aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Das ist auch ein bisschen die Geschichte dieser Figur. Ja, man könnte denken, es ist eine tragische Figur, aber eigentlich rafft er sich ja auf oder versucht es zumindest. Also im Prinzip ist es ja ein positiver Grundgedanke, ne, der dahinter steckt. Musstet ihr eigentlich, ganz simple Frage, Dart lernen für die Serie oder war das jetzt gar nicht von Relevanz? Naja, wir mussten natürlich Dart, also wir hatten Dart-Unterricht, richtig Dart-Training. Zweimal die Woche haben wir uns getroffen mit Benny Sensenschmidt, Kampfname des Sniper. So wie die Wespe auch ein Kampfname ist von Eddie und jeder Spieler, jede Spielerin hat einfach einen Namen, das gehört dazu. Ja. Wie gesagt, wir haben trainiert und uns in diese Welt reingearbeitet, die wirklich faszinierend ist. Also das war schon eine schöne Reise, weil man ja auch so tolle Sachen macht irgendwie als Schauspieler oder Sachen lernen darf. So. Neue Welten kennenlernen. Neue Welten kennenlernen. Ja, man kann einfach, also für mir war es nicht bewusst, wie groß diese Dartwelt ist und wie kompliziert das eigentlich ist, auch wirklich einen guten Dart zu werfen. Also was du für eine Körperhaltung haben musst, was du für eine Wurftechnik dir drauf schaffen musst, das hat tatsächlich bei mir lange gedauert. Also bis das dann so aussah, als wenn du das schon seit 20 Jahren machst. Die Treffsicherheit war jetzt nicht so super wichtig. Bin ich auch nicht wirklich weitergekommen, weil ich halt als Linkshänder mit rechts werfen musste.
Deshalb habe ich mich eher auf die Wurftechnik konzentriert, dass das irgendwie so aussieht und wie man den Pfeil hält und wie man den bewegen kann noch und so, wie die Abwurfbewegung ist. Und da haben wir echt viel Arbeit reingesteckt. Aber das macht ja Spaß. Also das ist ja etwas, was ein großer Teil des Berufs ist, der mir super wichtig ist. Also und der den ganzen Spaß bringt, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. In dem Fall war es eben dann Dart. Ja, das war großartig. Ja. Also es ist tatsächlich so, man kann sich das nicht so richtig vorstellen, glaube ich, wenn man es nicht mal selber gemacht hat, vor allen Dingen unter Druck. Also bei den Dreharbeiten hast du ja schon irgendwie auch, wir hatten ja Profis da, die uns auch teilweise gedoubelt haben. Wenn da 40 Mann zugucken und du hast nur ein paar Minuten, um irgendwie genau die kleinen Feller zu treffen, da ist ein Druck dahinter, den musst du erstmal verarbeiten können als Spieler. Auf den großen Turnieren, wenn da 10.000 Leute hinter dir toben, und da ist es eben nicht ruhig wie beim Golf oder wie beim Tennis, sondern da ist halt richtig Karneval, wie Leonard gesagt hat, dann da die Nerven zu bewahren und wirklich absolut präzise, weil du machst die kleinsten Bewegungen anders oder falsch und du triffst einfach definitiv nicht. Also, und auch selbst die absoluten Top-Profis haben eine höhere Fehlerquote als Trefferquote. Das heißt, sie machen mehr Fehler, als dass sie treffen. Und das verarbeiten zu können, damit umzugehen, das ist wahnsinnig beeindruckend, finde ich. Und das merkst du natürlich selber ja auch. Also wenn du da anfängst zu trainieren oder wenn die Kamera läuft, da stehst du unter einem anderen Druck. Und ich habe auch selber einen Anspruch zu sagen, ich will hier das richtig gut können. Und dann wirfst du 5-mal daneben und denkst so, fuck, ey, das will ich nie lernen. Und je mehr du darüber wütend wirst und frustriert, desto schlimmer wird das. Und die absoluten Profis können das, die beherrschen das. Und das ist eine unglaublich tolle Kombination zwischen Körper und Beherrschung und Geisteshaltung. Ja, ich glaube, das unterschätzen halt viele einfach, ne? Zu euren Figuren mal, ihr seid, wie gesagt, Eddie und Kevin, Leonard, zwei, also, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht könnt ihr das mal anschneiden, wie eure Beziehung im Film ist. Vater-Sohn, / Konkurrenz, whatever. Naja, Vater-Sohn sind wir ja nicht, also, nein. Ich würde sagen, ich bin im Star Wars-Slang, bin ich der Padawan von Eddie die Wespe. Großmeister des Dartsports. Leider ist die beste Zeit halt schon hinter ihm. Die war in den 90ern. Und Kevin hat nicht so wirklich ein Elternhaus, in dem er sich wohlfühlt und ist dadurch viel mit Eddie unterwegs und lernt von dem wahnsinnig viel über den Dart-Sport. Was er verheimlichen muss, ist, dass er eben schon besser im Dart ist. Im Bett. Im Dart. Im Dart. Weiter. Schon verstanden. Die ersten zwei qualifizieren sich automatisch für die Superliga Germany. Und wer die Superliga Germany gewinnt, der fliegt zur WM nach London. Also, ihr seid ja beide Serien- und Film-Kino-Darsteller. Und also ihr habt beide Serien gedreht, Filme, Kino. Gibt es da für euch als Schauspieler Unterschiede in der Herausforderung oder der Entfaltung eurer Rollen? Also klar, eine Serie geht halt länger, ne? Hast du mehr Zeit für deinen Charakter? Also generell macht es für mich keinen Unterschied. Also das ist, wie wir die machen, ob wir eine Serie machen oder einen Kinofilm, macht jetzt für mich als Schauspieler, also die Vorbereitungen sind ähnlich, der Arbeitsaufwand ist gleich. Manchmal hat man Glück, für Kinofilme vielleicht mehr Zeit zu haben, aber das ist auch generell so nicht zu sagen. Wenn das Spaß macht, ist es schön, wenn man das länger machen kann. Aber das gilt ja für alle Bereiche des Lebens. Und das ist dann eben bei Serie eben auch so. Also andererseits, die Arbeitsbelastung ist schon enorm. Also bei so einer Serie wie hier, wir sind natürlich auch nicht so super ausgestattet, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich hatte einfach 2 Monate lang 14-Stunden-Tage. So, und das ist eine Arbeitsbelastung, die kann man halt nicht ewig durchhalten. Aber die kann man besser durchhalten, wenn es halt super Spaß macht und man sich jeden Tag freut, dahin zu kommen. In dem Fall war das so. Das kann aber auch eine totale Quälerei sein. Also das ist immer projektabhängig. In dem Fall war es so, dass es sau anstrengend war, aber auch saumäßig schön. Beides. Und das ist das Glück einer Serie, die einem Spaß macht. Wenn die nicht Spaß macht, ist man natürlich froh, wenn es nicht so lange dauert. So. Ja. Und natürlich hat es euch viel Spaß gemacht. Ja, sehr. Die 90er angesprochen, ich habe gesagt, dieses Gefühl der 90er und so weiter. Habt ihr, ich meine, seid ja, ich sage jetzt mal, fast gleich alt.
ja, ich sag ja gerade. Ja. Das könnte ein verstecktes. Das könnte fast Eddie Frotzke wie Dialog sein. Ja, genau. Welche Erinnerungen habt ihr an die 90er? Was war toll? Ja. Was bedeuten euch die 90er? Für mich ist es Kindheit, aber es ist natürlich auch, wo hat man die 90er verbracht? Ich bin in München aufgewachsen. Ich kenne Berlin nicht in den 90ern, wo unsere Geschichte spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass die 90er in Berlin spannender waren als die in München. Ich glaube auch. Naja, für mich aus Ost-Berlin war es natürlich so, dass die 90er Jahre ein Jahrzehnt war, was ich so nicht gerechnet habe. Ne? Es war ja, es war eine Zeit, in der ich angefangen habe, den Beruf auszuüben und da so meine ersten Erfahrungen zu machen und auch zu merken, dass ich davon leben kann. Ich bin nun früh Vater geworden mit 25, das war dann eben auch Ende der 90er Jahre dann. Ich komme aus Berlin und habe hier immer gewohnt, aber ich hatte nie Interesse an diesen nächtelangen Durchfeiern oder an diese Clubs. Das war mir irgendwie immer zu anstrengend und zu laut. Ich mochte lieber in diesen ganzen Kneipen sitzen und mit Freunden reden die ganze Nacht. Davon gab es ja eine Menge von diesen Kneipen, die gibt es ja so heute auch nicht mehr. Aber ich war halt eben total früh Papa eben, mit zwei Kindern und das war meine entscheidende Zeit. Also das war für mich total wichtig. Das hat mit den 90ern hatte dann dadurch mit den 90er Jahren, wie man sie sich heute so vorstellt, deshalb gar nicht so viel zu tun. Jetzt kommen viele Serien oder Shows wieder im Fernsehen, die es früher mal gab. Und dieses Gefühl bringt ja die Serie auch rüber. Könnt ihr euch das Phänomen erklären? War früher, nach dem Motto, früher war alles besser, oder ist es dieses Gemeinschaftsgefühl? Wie erklärt ihr euch das? Auch ich glaube, man kann einfach retrospektiv viel besser auf eine Zeit gucken, als wenn man drinsteckt. Und ich glaube, zu jeder Zeit gab es irgendwie eine Zeit davor, die irgendwie spannend war und inspiriert hat und auch die Mode inspiriert hat, die Musik und so weiter. Und gerade sind wir halt in den 90ern angelangt, die gerade irgendwie absolut gehypt werden. Und aus meiner Sicht zu Recht. Also ich meine, was ich so gelesen habe über die, also jetzt vor allem Berlin, über dieses Nachwende Berlin und diesen Aufbruch und die Clubszene und wie viele Leute aus der ganzen Welt hier in diese Stadt kamen und um hier irgendwie was neu anzufangen und es hatte irgendwie was von Freiheit übrig. Also ich kann dieser 90er Nostalgie oder dieser Inspiration dieser Zeit total was abgewinnen. Ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt, weil also, dass meine Kinder jetzt aussehen wie die Mädchen, die ich damals toll fand, also das finde ich extrem verwirrend. Also, das ist eine ganz komische Zeitreise. Das irritiert mich wirklich jedes Mal. Ansonsten gab es das ja immer wieder auch, dass es so Wellen gab, so Retrowellen, die dann neu adaptiert wurden. Also jetzt sind die 90er Jahre dran. Vielleicht ist es etwas, das war eben die letzte Zeit, die wir kannten, wo man sich auf viele Sachen einigen konnte. Heute ist alles extrem zersplittert und die meisten Leute legen darauf Wert, zersplittert zu bleiben. Und die legen auf diese Zersplitterung sehr viel Wert und auf ihre Identität. Und da bleibt halt nicht viel Gemeinsamkeit. Also ich sehe sie jedenfalls nicht. Und die 90er Jahre waren auf jeden Fall das letzte Jahrzehnt, wo sowas leichter möglich war. Heute muss man sich sehr anstrengen. Dann ist man vielleicht noch unter einem Hashtag, findet man auch Leute, mit denen man es gemeinsam hat. Aber das war es dann auch schon oft. Eddie Frotzke, genannt die Wespe, Platz 52 der nationalen Profi-Rangliste. Mann, du bist halb blind, deine guten Jahre sind gelaufen. Ich kann noch nicht außer Dart. Du warst mal ein Spitzensportler. Und jetzt bist du keiner mehr. Mach dir keine Sorgen, Eddie. Bis jetzt hat sie dir auch immer verziehen. Ich bin ein bisschen außer Form. Du willst mich verlassen? Wer ist denn dann? Jetzt gibt's nur noch uns und den Sport, Baby. Willst du wirklich so tun, als gäbe kein Kevin mehr, keine Manu, keine Wespe? Ich, aber ich brauch dich nicht mehr, Eddie. Deine Blumen. Das Leben ist vorbei, Nobbe. Glaubet mir, ein Leben ohne Dart ist sinnlos. Wen willst du eigentlich was beweisen? Das ist für uns beide vielleicht die letzte Chance, dass wir noch ein bisschen glänzen können. Ist der Nobbe Nato jetzt dabei oder nicht?